nichts, Matthias. Ist alles cool. So. Hast du Bock? Ja. Ja? Dann lass es doch mal reingehen, würde ich sagen. Völlig, völlig unvorbereitet? Voll. Okay. Du kennst die Jingle ja schon vielleicht. Wenn nicht, dann hörst du sie jetzt das erste Mal. Ja, den kenn ich. Herzlich willkommen zu 10 for 10, die Podcast-Reihe von und mit Timo Blaschke. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder bei 10 for 10 dabei seid. Und heute sitzt Matthäus mir gegenüber. Moin. 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 Timo. Moin. Grüß dich. Ist das dein erster Podcast? Nein, das ist nicht mein erster Podcast. Ich habe schon mal einen gemacht, aber das ist schon ein paar Jahre her. Und wir hatten ja schon ein paar Mal über das Thema gesprochen. Wir hatten mal schon mal öfter mal probiert, ne? Ja, so ein die bisschen. Ideen waren da, aber das ist wie so mit so vielen Dingen, die jemand wie wir anstößt. Ja. Manchmal bleibt es dann liegen und einem fehlt vermeintlich die Zeit dafür. Und, aber jetzt, wo ich das Ganze hier so sehe, dann denke ich mir so, es macht halt mega Spaß. Das macht halt schon Bock. Ja, ja. Vor allem, das ist das erstmal nicht nur der technische Teil, weil das, was ja, wie du siehst, ist ja alles voll mit Technik, ne? Kameras und diverse andere Dinge hier, die Rolle spielen, sondern auch einfach, das ist einfach eine, allein die Audio und so, das ist einfach ein ganz anderes Level, ne? Wenn man sich unterhält dann dadurch. Und irgendwann kommt der Moment, wo man die Mikros vergisst und dann ist man erst richtig im Gespräch. Ja, das ist noch sehr ungewohnt, gerade wenn man es jetzt nicht, also du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, ja. Das ja verfolgt und das ist dann doch nochmal was anderes, wenn du hier sitzt und das alles so siehst und in deinen eigenen Räumlichkeiten und dann ja. Ist schon anders. Ja, das ist so. Aber man kriegt Bock drauf. Also ich habe, als du es aufgebaut hast, dachte ich mir so, ach Mist, warum haben wir das denn nicht durchgezogen? Ja, vor allen Dingen am Ende war ja damals unsere Idee, dass wir einfach sagen, wir nehmen alles, weil wir sind ja beide, also vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, bevor wir jetzt hier, wir sind ja schon mittendrin, aber die Leute kenne ich ja noch gar nicht. Vielleicht stellst du dich kurz vor, woher kommst du, wer bist du und vor allen Dingen, was machst du denn so? Okay, woher kommst du? Ich fang. Wie heißt du? Matthäus Fernandes. Ach, guck. Matthäus Fernandes ist mein Name. So. Und ich komme aus Gütersloh, bin geboren in Brasilien. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu deep ist. Nein, wieso? Ist doch, das ist ja nun mal so. Ich bin in Brasilien geboren, bin aber schon mein ganzes Leben lang hier in Gütersloh. Mhm. Und, hast du aber trotzdem noch einige brasilianische so Kulturwurzeln, wie sagt man das, so Einstellungen und so? Also, die behalte ich mir auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja, so, wäre ja schade, wenn man sie verliert. Doppelte Staatsbürgerschaft. Ist da. Heißt, ja, die ist da. Und wunderbar. Das ist auch eine feine Sache. Mhm. Und ja, nee, also mein ganzes Leben lang schon Gütersloh, hier und da mal für ein paar Monate woanders auch mal gelebt, aber zum größten Teil hier, ich fühle mich hier wohl, es ist eine Infrastruktur, man kommt von überall gut hin. Ja. Und was ich mache was Ähnliches wie du. Ach was. Nee, ich bin im Thema im Bereich Fotografie unterwegs, habe mich da vor 12 Jahren selbstständig gemacht, zusammen mit meinem Geschäftspartner, mit Samuel. Mhm. Und wir haben beide unsere Stärken so rausgearbeitet und haben mal geguckt, wem liegt was ganz gut. Und das war bei ihm halt der grafische Part und der Programmierpart in Form von Webseiten. Und bei mir war es halt der fotografische Part in Form von, vielen Projekten, die sich über die Jahre entwickelt haben. Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja, ist richtig. Genau. Ja, schön. Und du hast ja eben richtig gesagt, wir hatten dann ja überlegt, irgendwas zusammen zu machen. Podcast war ja so mal so eine Idee. Erinnert sich noch, wie wir es nennen wollten? Ich hatte vor kurzem noch weil die Folge heute, die heißt so, die nennen wir garantiert so, aber sowas von nennen wir die so heute. Sag's mal gerade. Danke. Ach so, danke Bussi, ciao. Danke Bussi, ciao, ganz danke, genau. Bussi, ciao. Genau, das war die Idee. Also, ich musste jetzt auch gerade, als wenn wir so ein Gespräch aufnehmen, hätte ich so oft den Wunsch gehabt, dass wir Gespräche aufgezeichnet hätten, die wir, als wir jetzt mal privat gesprochen haben, ja. Was sich daraus entwickelt hat, dann denkt man retrospektiv, oh, das hätte ich gerne irgendwie festgehalten, weil es teilweise so schöne Themen waren. Oder auch sehr tief, ne? Ja. Wenn wir dann drin sind, dann ist das ja immer eine sehr tiefe Verbindung, ne, die wir so haben. Ich muss es versuchen, hier auch gerade alles irgendwie auszublenden. Nö, es ist... Das kommt gleich, das kommt zu Perp. Oder vielleicht ist es auch über die Ferne, dass wir uns wirklich nur, dass wir nur unsere Audio hatten und nebenbei halt noch was anderes gemacht haben. Ja, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben gerade in der Covid-Zeit haben wir uns ja quasi wieder gefunden, wenn du so möchtest. Ja. Wir haben ja eine etwas längere Vergangenheit, als ich vor 13 Jahren mittlerweile angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit. Da warst du ja auch mehr oder weniger, glaube ich, ein halbes Jahr schon am Start, ne, so ungefähr. Also so, wir sind ja fast gleich gestartet. Ja. Und du hattest ja in Gütersloh dann Schulstraße, ne?
Genau, wir waren in der Schuhstraße, sind wir angefangen mit dem ersten Studio und dann hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt. Und da hast du mal so ein Fotoshooting gemacht, wo die Leute, die dann da hingekommen sind, warst du der Eröffnung oder war das generell einfach immer eine Möglichkeit? Irgendwas war da doch mal, ne? Ja, ich habe unterschiedliche Projekte gehabt. Die Projekte, gerade was du jetzt ansprichst, das sind mit diesem Schild, genau, das meine ich. Genau, nee, das war explizit zur Eröffnung etwas, mhm. wo wir gesagt haben, okay, jeder, der da ist, den wollen wir natürlich irgendwie festhalten und das war dann unsere kleine Fotoecke gewesen, wo jeder Gast oder jeder Besucher, der dann vorbeigekommen ist, dann sein Foto mitnehmen konnte, selbstverständlich. Dafür waren wir da. Leute, das könnt ihr euch natürlich auch bei 10for10.podcast mal in Ruhe anschauen. Dann nehme ich mal ein, zwei Fotos und packe die da rein. Gerade von uns. Noch, ne? Wie wir da so, ja, natürlich habe ich alles. Ich habe ein Archiv, das ist so auf 5 Festplatten verteilt. Es geht bis 2009 zurück. Jeder Monat, jeder Tag ist alles drin. Ich weiß nämlich nicht, wo diese Fotos, also ich bin sehr gewissenhaft, was Dateien angeht und ich archiviere wirklich alles. Aber da ist irgendwie... Das ist weg, ne? Das ist ein Loch. Ich weiß nicht, 2013 Eröffnung. Ich habe zwar noch Bilder, aber das sind so Handybilder gewesen. Aber diese Fotoreihe mit den Schildern, ich weiß nicht, wo die sind. Gut, das sollte man nicht zu laut sagen. Also die sind bestimmt irgendwo. Ja, natürlich sind die noch irgendwo. Aber damals hatte man das noch nicht mit Cloud und so, ne? Da war man noch nicht so auf diesem ganzen Online-Speicher unterwegs. Ne? Einer der externen Festplatten wird sie liegen. Ja, genau. Ja, und da fing das ja so ein bisschen an, ne? Dass wir dann halt unser gemeinsames Hobby, das war kein richtiges Hobby, aber unsere gemeinsame Fotoleidenschaft, wenn du so willst, die haben wir dann ja so ein bisschen miteinander verbunden. Genau. Und du hattest damals auch eine Fuji, ne? Die Fuji X-Pro 1. Voll toll. Übrigens, Leute, wir haben heute ein bisschen viel Nerd-Talk, nur schon mal vorab. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann spult bis zum Ende und grüßt schön, aber das wird heute auf jeden Fall sehr nerdig heute. Aber es macht ja nichts. Die Fuji, das war ja diese Kamera, die... der Leica so am nächsten kam. Und die Leica war immer so der Holy Grail, wenn man so will. Und dann hat Fuji diese X-Pro 1 rausgebracht. Und das war, ich glaube, die haben uns auch irgendwie zeitgleich gekauft. Also das war nur Liebe, das Produkt. Das habe ich ja bis vor 3 Jahren hatte ich die ja noch. Ich habe die durchgecarried, bis ich nicht mehr konnte. Ich habe sogar kurz gedacht, ob ich sie dir abkaufe. Ja, ich habe sie dann an jemanden verkauft. Die war ja dann über 10 Jahre alt. Die war auch echt gut runtergerockt, aber dafür noch echt gut. Und mittlerweile kostet die fast doppelt so viel, ne? Wie ich sie. Die ist richtig teuer geworden jetzt. Aufgrund des Hypes von der X100V. Ich habe dann die X100V ja gekauft und dadurch musste dann logischerweise zwangsläufig die weg. Ja. Und mir fehlt ein bisschen dieser 28, 24 mm Vibe, den ich ja dadurch hatte. Fehlt mir ein bisschen, aber die 35 mm sind auch okay von der anderen, ne? So. Und jetzt, ich meine, du hast gesagt Holy Grail oder Heilige Grat. War Leica und jetzt bist du ja auf Leica. Ja, schon. Also es war wirklich immer so ein Ziel, was man erreichen wollte. Mhm. Also so habe ich es 2015, als ich dann meine erste kaufen konnte. Es war nach einem Urlaub in Rio. Da war ich mit meiner Mutter gewesen und da hatte ich die X100T dabei gehabt. Mhm. Das ist ja der Vorgänger von der, die du jetzt nutzt. Ja. Und das war einfach phänomenal. Also es hat richtig Spaß gemacht, in den Urlaub zu fahren und zu wissen, man hat nur diese eine Option. Mhm. Also sprich ein Objektiv, eine Kamera. Und dadurch entsteht halt dieser, ja unweigerlich, dieser rote Faden. Ne? Du gehst halt, nimmst eine Kamera mit und hast dann alles aus einer Handschrift, zumindest was die Kamera angeht. Und, dann bin ich da wiedergekommen und habe gesagt, so jetzt ist es Zeit. Jetzt möchte ich gerne das Ziel Leica irgendwie erreichen. Mhm. So einen Workshop besucht, hatte die erste Leica mal wirklich in der Hand gehabt, weil ich habe gesagt, vorher möchte ich das nicht machen. Mhm. Wenn ich sie in der Hand nehme, dann verliebe ich mich und dann muss ich sie irgendwie kaufen und dann. Ist das furchtbar, ne? Das ist ganz schlimm. Ja, ich weiß, das ist ganz schlimm. Ja. Und welcher war es dann? Welche war es, die erste? Das war die M240. Ja, okay, ja, das hört man ja auch überall, ne? Das ist ja auch eine richtige Legende, das Ding, ne? Das war zu dem Zeitpunkt, die war ja total aktuell. Also 2015 war das ja und ich habe sie dann neu ganz normal gekauft und dann wollte ich die P-Variante haben, weil. Du hast halt keine Logos vorne drauf. Also mir war dieses Understatement wichtig. Das hat die Fuji ja auch größtenteils, dass da keine Logos vorne drauf sind. Ja, die ist ziemlich blank, sehr ja. Sehr clean und ja. Das ist bei der 240p. Mhm. Sonst hast du ja immer den Red Dot. Ich zeig dir mal ganz kurz hier für die Leute, die jetzt im Audiobereich sind, würde ich euch empfehlen, geht mal auf YouTube, bei mir auf meinen Kanal und guckt mal rein. Ansonsten, die bei YouTube sind, die haben schon das Glück. Das ist nämlich hier die Fuji X100V. Das ist noch der alte Knochen in Gänsefüßchen. Demnächst kommt ja die 6er raus. Nur dann seht ihr mal, wie clean die halt ist. Ne? Das ist einfach eine schwarze Kamera. Da wird oft immer gesagt, oh, eine Retro-Kamera. Kann die überhaupt noch richtig fotografieren? Da sage ich immer, Leute, das Ding ist so ein Monster. Das fotografiert eure Kameras, die letzten 5 Jahre gekauft habt, alle an der Wand. Ja. Selbst eure Handys. Das ist, ich
auch wenn du sie so hältst, das ist einfach ein schönes Produkt. Ist ein schönes Produkt, absolut. Ja, ja, genau. Nee, und optisch ist eine Leica ja sehr ähnlich. Ja. Nur bedeutend schwerer und du hast halt einen signifikanten Unterschied, ist, dass du halt alles per Hand fokussieren musst. Also deswegen, ich weiß nicht, ob ich bin ich zu wenig Nerd, als ich wüsste, wofür das M steht, aber ich würde sagen, irgendwie für Manual. Ja, ich glaube auch. So. Ja, ich glaube auch. Und das beinhaltet halt, dass du per Hand fokussierst über ein Schnittbild. Mhm. Macht total Spaß, wenn man sich drauf einlässt. Ja. Ich war da sogar so hyped, dass ich einige Hochzeiten damit fotografiert habe. Und dann aber hast du dich echt dran getraut auf dieses Ding? Und hat das funktioniert oder kann man da auch schon mal rein choken? Naja, ich habe bewusst meine andere Kamera wirklich nicht mitgenommen. Mhm. Nur diese eine Option haben wollen und dann musst du halt klarkommen. Ne? Nee, was war da für ein Objektiv drauf dann? Ein 35er und ein 50er. Boah. Mhm. Okay. Aber eher so gut, bei dem 50er sehe ich mich ja auch. Da schöne Porträtlinse drauf und dann schön, wenn du den triffst, hast du natürlich echt einen Jackpot. Ne? Ja. Also ich war vor 2 Jahren wirklich so nerdy gewesen, dass ich hatte mir das 50er zu seiner Zeit gebraucht gekauft. Mhm. Das hat auch schon echt einige Gebrauchsspuren gehabt. Und dann hatte ich ein Gespräch gehabt mit einem Brautpaar. Und dann haben wir uns die Bilder angeguckt. Also einige Bilder aus meinem Portfolio. Und dann habe ich so meine Favorites also so wiedererlebt. Also ich habe die Bilder dann aus Jahren dann wiedergesehen und hatte dann gedacht, boah, das sind ja, habe ich mir so ein paar markiert, mit so einem Stern markiert. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, dann musst du dir später nochmal angucken, wenn du zu Hause bist. Und ich habe mir die alle angeguckt und das waren alle, also habe ich in den Metadaten nachgeschaut, alles M240p mit dem 50mm Objektiv. Mhm. Und dann habe ich gesagt, boah, das gibt's gar nicht. Also meine All-Time-Favorite-Bilder sind alle mit dieser Kombination geschossen worden. Und dann habe ich auf dieses 50er geguckt, was ich da zu Hause hatte. Das ist 50er Summilux 1.4. Mhm. Und bin zum Händler gegangen, habe das, was ich hatte, in Zahlung gegeben und das gleiche Objektiv nochmal gekauft, einfach nur, weil ich es neu haben wollte und weil ich diese Kombination einfach total liebe. Also ein 50er ist wirklich in der Kombination mit der Leica. Das heißt, du hast jetzt auch eine Leica mit einem 50er? Also die Kombination hast du quasi jetzt nochmal? Das ist nochmal nerdy. Ich habe damals halt die M240p verkauft für die M10p, das ist der Nachfolger. Mit der bin ich aber nicht so gut hingekommen. Also es ist halt, man spricht, also ich habe da irgendwie so eine Seele in der Kamera gehabt. Und die hat so eine eigene Optik. Und jedes Leica-Body, jede Leica-Kamera hat eine eigene Anmutung vom Sensor her. Und die sehen halt wirklich alle sehr unterschiedlich aus, wenn man so tief reingeht. Und die 240er war einfach wie für mich gemacht. Das war, und die 10er, da dachte ich mir, okay, kaufst du dir halt das neueste Modell. Und die ist halt fortgeschrittener, was den, was die Technik angeht. Aber wenn du dir dann das Bild am Ende anschaust und diese Nuancen dann siehst, dann denkst du dir, das kann nicht dagegen schießen. Also es gibt kein Gegenargument für eine neue, außer dass die Technik neuer ist. Ja. Ich weiß, jetzt verquatsche ich mich so ein bisschen. Nein, das macht doch nichts. Nein, guck mal, da merkt man doch direkt, da ist jemand in seinem Metier. Und wenn jemand tief drin ist in seiner Materie, dann bedeutet ihm das auch was. Und das merkt man, wenn man, ist so. Ja, es sind wirklich dann bei der Kamera jetzt speziell die feinen Nuancen gewesen. Ja. Und deshalb habe ich mir die 240p ganz lange nachgesucht, eine zu finden, die nicht irgendwie total abgegrabbelt ist, und habe dann nach einem Jahr eine gefunden, die 500 Auslösungen hatte und neu. Und die hast du letztens sogar noch in der Hand gehabt. Das war die sogar. Die, ja. Ach, guck mal, dann kenne ich jetzt auch die Geschichte dahinter. Ja, sehr gut. Da habe ich ganz lange nachgesucht. Weißt du, ich habe ja auch immer mal wieder geliebäugelt, ne? Und es ist ja auch nicht so, dass das grundsätzlich ein Geschäftsmodell ist, was mir überhaupt nicht gefällt. Das Leica-Thema ist wunderbar, ne? Eine Kamera, die so viel History hat, das ist ja nun mal einfach schön. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, in Deutschland sind die ja gefertigt, die Sachen. Ne? Letztens habe ich ein Video gesehen, da haben sie eine gezeigt, die ist aus einem Guss. Also der ganze Body ist so ein Aluminiumguss gewesen. Und da habe ich so gedacht, natürlich, das ist alles schöne Kameras. Der Preis ist hoch, gar keine Frage. Dennoch ist es ja, hat es ja seine Gründe. Und dann kommt aber das Problem dazu, und das macht es leider für mich aktuell noch uninteressant, wenn ich die wie ein rohes Ei behandeln muss. Mhm. Weil ich denke, wenn ich die jetzt wieder verkaufe und die hat eine kleine Schramme, dann ziehe ich da so und so viel von ab. Oder wenn ich jetzt 500 Klicks oder 5000 Klicks, so wenn meine Fuji hat jetzt 13.000 runter innerhalb von anderthalb Jahren, weil ich die jeden Tag... Das ist schon mehr. Nee, aber das ist schon viel, finde ich. Das geht.
Ja, natürlich, aber ich meine so, wenn du überlegst, dass das jetzt keine Kamera ist, mit der ich richtige Berufsaufgaben mache, sondern lediglich meine drumherum machen. Nur mit der habe ich aktuell mehr fotografiert drumherum, als ich beruflich fotografiert habe. Also so gesehen. Und wenn ich jetzt überlege, ich nehme jetzt, kaufe mir eine Leica für 4.000, 5.000, 6.000 Euro und habe dann 13.000, 14.000 Klicks da drauf, dann wird die wahrscheinlich jemand sagen, wird, oh, ist ein bisschen sehr viel Klicks drauf, gefällt mir nicht, gebe ich dir, weiß ich nicht, 4.000 für. Und wenn er da 500 Klicks hat, dann gibt er mir noch 6 dafür. Das ist wie so ein Kilometerstand beim Auto. Ich weiß, aber das, ich will das ja als, das ist ein Benutzprodukt. Ich will das natürlich auch ein bisschen schützen, aber ich will es jetzt nicht in Watte packen. So, ich will die rausnehmen, ich will in die Stadt gehen, ich will Bock damit haben. Und wenn ich damit an eine Wand komme, ist das sehr ärgerlich. Aber das ist immer das Leben. Ja, ne? Ja, also ich du verstehst ich mich da, glaube ich. Ich fühle dich komplett. Und wenn es nach mir geht, war es auch, als ich die P jetzt nochmal gekauft habe, war es mir super wichtig, dass da nichts dran ist, gar nichts. Mhm. Weil ich gesagt habe, wenn, dann möchte ich meine Geschichte mit der Kamera erzählen. Das heißt, deine Macke soll drauf sein. Genau, so wie es mit meiner ersten auch gewesen ist. Da waren auch am Ende Macken drauf. Und natürlich kommt der Nächste, der diese dann kauft und sagt, dann ging ich aber eine Macke drauf. Mhm. Und dann, klar, musst du dann halt irgendwie 200, 300 Euro Preis dann runtergehen. Und es ist halt irgendwie blöd. Es ist aber genauso wie in einem Auto zu fahren, was selten ist. Also ich weiß genau, was du meinst und meine Einstellung. Ich wünschte, ich hätte da noch eine viel einfachere Einstellung zu, dass ich dann sage, okay, dann wird so ein seltenes Auto nochmal gefahren oder eine Kamera, die in dem Zustand ist, auch einfach mal benutzt und dann nimmst du halt in Kauf, dass da was mit passiert. Ja. Aber in der Praxis ist es bei mir genauso, dass ich sage, okay, ich packe sie eher in Watte ein, und weil man will sie ja schön haben, man ist ja sehr ein visueller Mensch, dass man das Produkt, was man da hat, schön haben möchte. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann so ein paar Macken angucke und sage, okay, die Geschichte kannst du dazu erzählen, ist auch irgendwie cool. Also es ist ein Zwiespalt, der weiß ich nicht. Ist wie so eine Narbe, ne? Die man im Gesicht hat. Dann ist man auch eher gewillt zu fragen, wo kommt denn die Narbe her? Ja. Und wenn du dann entweder von einer coolen Story erzählen kannst, wenn du irgendwie als Dreijähriger mit einem Stacheldrahtzaun gefallen bist, wie bei mir damals, dann hast du natürlich eine Geschichte dazu. Hast du eine Narbe im Gesicht? Ich habe hier an der Lippe eine, die wird oft durch den Bart verdeckt. Und ich bin damals als kleines Kind in so einen Stachel da reingestolpert und habe mir fast das Auge rausgepiekst. Ist schon ein bisschen her, logischerweise, aber hat gerade noch so. Und ich habe immer die ganz böse, im Winter bin ich ausgerutscht und bin mit meinem Unterkiefer auf einen Steinboden geknallt und habe mir die Lippe durchgebissen. Also bin quasi ab einmal draufgebissen, dann war die einmal kurz so durchgepiekst. Mhm. Die ist dann zusammengewachsen, da sieht man jetzt auch nicht mehr groß, aber das war schon abenteuerlich. Das Gleiche hatte ich mit der Bettkante. Also ich habe mit meiner Schwester auf dem Bett getobt und dann voll auf der Bettkante und hier ist einmal durch. Ja. Aber sieht man auch nichts mehr. Ja, deswegen. Aber genau das sind diese Geschichten. Ne? Und wenn du jetzt so ein makelloser Typ bist oder wärst, ich meine, klar, jeder hat solche Geschichten, ne? Jetzt ungeachtet von Narben und so. Und das mit der Kamera ja genauso. Ich sag mal, das spricht für eine gute Kindheit. Ist so. Also ich glaube, dass man, ich will jetzt nicht diese Keule mit, die Kinder hängen nur an den Handys, aber die Kinder hängen nur an den Handys. Und dementsprechend haben die natürlich eine andere Kindheit so, ne? Ja. Aber man hätte es selber, aber man stellt sich so raus, aber wenn man früher die Möglichkeit gehabt hätte, hätte man es doch auch gemacht. Ja. N64 und ab dafür. Wenn man nach hinten schaut, dann denken wir, ach, es war schon cool, noch so mit schmutzigen Hosen nach Hause gekommen zu sein, wo Spuren vom Rasen drauf waren, weil man draußen Fußball gespielt hat oder so. Ja. Aber wir hatten einfach die Technik nicht. Also ja, und als die Technik kam, mit einem 236er und 336er, wie das Ding da hieß, 86er, ne? 286er und 386er. Ja. Genau, da war dann so, das waren ja für uns ja, weil ich mal jetzt, hast du so ein Handy, was schneller ist als ein Windows-Rechner von damals, der absolut on the top war damals, und hast ein Handy so, da ist alles drin, ne? Sag mal, wir sind in einer guten Generation. Wir kriegen diese ganze Technik noch mit und wir sind auch so weit fresh, dass wir das verstehen können. Also wenn ich vieles jetzt davon verstehe. Ja. Aber jetzt erzählst du mir vorhin irgendwas von AI. Und ja. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also da bist du immer noch mal auf einem anderen Level als ich. Das liegt aber auch einfach daran, weil ich halt diesen, aus irgendwelchen Gründen habe ich da so ein Grundinteresse daran, sowas zu konsumieren, und dann kriege ich das über die ganzen Plattformen alle mit. Und du weißt ja selber, wie es ist, wenn du einmal ins falsche Video anklickst, dann hast du ja nur noch sowas. Ja. So, und jetzt habe ich halt gesehen, dass jetzt gerade dieses Sora, AI Sora von OpenAI da unterwegs ist, und die zeigen halt Videos, die gibst du halt mit Prompt ein, also du gibst irgendwie ein, zeig mir einen Hund, der gerade durch den Tiefschnee läuft und so ein bisschen die Haare wutzelt, und am Ende drückst du da drauf und nach einer Minute hast du das Video und das sieht aus, als wäre es echt, ne? Und das jetzt ist wirklich gefilmt, und das ist halt alles ein künstliches Produkt,
Und wenn das so weitergeht, dann also der einzige Vorteil, den wir haben, ist der, wenn du mal selber, und du bist ja selber du bist ja beruflicher Fotograf auch, das muss man ja auch so sagen, du machst ja auch nicht nur aus Just for Fun deine Sachen. Wenn ein Kunde da kommt und will dir erklären, was er möchte, dann hat er erstmal richtig, dann ist er oft immer das Problem, Kunde möchte dies, dann sagt er dir das so, aber er weiß nicht, wie er es ausdrücken soll, weil er deine Sprache ja nun mal nicht spricht, diese visuelle Sprache. Das heißt, wenn der Kunde dahin sich hinsetzen würde und würde sagen, okay, Matthäus, den brauchen wir nicht mehr, ich mache das jetzt mal in mein eigenes Video davon. Ja bitte, dann mach das mal. Dann gib das mal ein, was du haben willst. Dann weiß er nicht, was er da einticken soll. Ne? Also so gesehen, ich will jetzt kein Bashing von Kunden machen, so meine ich das nicht, sondern ich meine halt, dass das eine ist natürlich das Produkt, was man damit machen kann, aber es geht ja auch um die Bedienung. Mhm. Und wenn du das ist wieder mit dem Taschenrechner früher, vielleicht das beste Beispiel. Was bringt dir das, wenn du einen Taschenrechner in der Klassenarbeit kriegst, wenn du nicht weißt, was du da eintickern sollst? Ja, ne? Dann kannst du 5 davon liegen haben und so. Weißt halt nicht, was reinkommt. Und das ist auch das, was ich perspektivisch für das Thema einfach betrachte, dass die Leute letztendlich klar das Ergebnis haben wollen, aber die wollen auch eine gewisse Zuverlässigkeit hinter dem Ganzen haben. Ja. Das heißt, sie wollen jemanden haben, der sie berät, die wollen jemanden haben, der vor Ort sein kann. Gerade auch das lokale Thema, dass lokale Berufsfotografen, wie wir sie sind, aus meiner Sicht den Job nie wirklich verlieren werden, weil wir uns mit der Technik weiterentwickeln und uns irgendwo da wiederfinden können, wo die Kunden, dann vielleicht, was du gerade sagtest, nicht genau wissen, was sie brauchen. Genau, das ist das. Die wissen nicht, was sie brauchen. Ja. Und manchmal muss man sie einfach darauf hinpieksen und auch Sachen anbieten. Ja. Und wenn sie es nicht wissen, dann... Die wollen ja an der Hand genommen werden. Das ist ja das, was eine AI niemals erfüllen kann. Hoffentlich. Aber dann kann sie ja nicht. Dann, guck mal, das Gute ist ja, die AI ist ja nur das Produkt aus dem, womit sie gefüttert worden ist. Und wenn da jetzt nur Ramsch drin ist, beziehungsweise die letzten 25 Jahre Internet, so lange gibt es den ganzen Bums ja schon. Ich meine, gut, wir müssen uns ja mit der Frage auseinandersetzen, die uns dann auch teilweise von Leuten, die nicht aus der Branche kommen, dann gestellt werden. So, ja, habt ihr denn nicht Angst um euren Job, dass die AI das irgendwann mal übernimmt? Dann sage ich, auf der einen Seite ist es gruselig, ja. Mhm. Also wenn du das dann wirklich siehst, dann überkommt dich schon irgendwie so ein Gefühl, dass du sagst, okay, bin ich jetzt hier irgendwie überflüssig? Und im gleichen Moment aber auch so, nein, auf keinen Fall. Also es wird immer weitergehen und die Entwicklung, so wie sie, vielleicht nicht so schnell, wie sie funktioniert, weil es einfach computergesteuerte Systeme sind. Aber die Entwicklung ist ja bei uns auch da. Und wir passen uns den Gegebenheiten an. Und das haben wir die letzten Jahre auch gemacht. Guck die letzten 13 Jahre zurück, wie wir beide selbstständig sind. Und was haben wir für Entwicklung gemacht? Wie haben wir uns weiterentwickelt? Guck dir mal die ersten Bilder an von dir. Das ist die HDR-Phase, die ist wunderbar. Der Himmel dann so crispy wurde. Ja, und man hat immer den Übergang gesehen, weil das ist halt normal. Ja. Jeder geht diese Phase, hoffentlich geht jeder diese Phasen durch. Ja. Also die Kiddies von heute, wenn die die machen ja mittlerweile sehr, sehr gute, viele Junge machen sehr gute Fotos, die gehen oft aber gar nicht erst diese Schritte. Ne? Die gehen nicht, kauf dir eine Kamera und fotografiere deine Schwester oder deinen Bruder, wenn du einen hast. Die haben nicht die Blumen im Garten ein halbes Jahr fotografiert, was jeder normalerweise macht. Dann die Haustiere gehen erst noch dran. Dann irgendwann die Freunde und Familienzugehörigkeiten. Und dann irgendwann gehst du so an die ersten Kunden ran. Sondern die haben halt, die sehen halt den ganzen Tag im Handy nur diese coolen Transmissions und irgendwelche anderen Dinge. Und dann rennen die los und machen das. Ne? So. Ja, und das ist halt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich eine falsche Perspektive. Vielleicht habe ich nur die Leute kennengelernt, die so ticken. Aber was du gerade gut eingeleitet hast. Also fotografiere doch deine Freunde, entwickle doch erstmal Spaß daran. Ja, das meine ich. Viele sagen, okay, ich mache mir jetzt selbstständig, kaufe mir eine Kamera und direkt Paid Jobs. Mhm. Und dann muss es auch direkt funktionieren. Und wenn es dann nach 3 Monaten nicht funktioniert, dann, ach, das war scheiße. Ja. So, es ist ja keine Entwicklung da. Wie lange haben wir das vorher gemacht? Wie viele Blumen haben wir fotografiert? Wie viele Freunde habe ich für 20 Euro fotografiert? Komplettes Fotoshooting, was möchtest du haben? 20. Nur die Fahrtkosten, passt schon. Ja, ja. Hey, da sind so viele. Auch du mit deinem, hatte ich gesehen, du hast ja für das Buch, was hast du da an Struggle reingesteckt? Und an Geld. Das habe ich alles selbst finanziert, das Ding. War das, ist nicht auf Null, ne? Sagen wir mal so, es war... Doch, eigentlich schon. Ist es auf Null? Es ist auf Null, aber es war ein ganz schmerzlicher Weg, das sagt man. Ganz schmerzlicher Weg. Ich dachte, du bist da, hast da noch ein bisschen Minus reingekommen, ne? Ja, der Vorteil war,
Also das ganze Buchprojekt hat Euro gekostet. Und ich habe das halt durchgerechnet bei ungefähr, kann man ja runterrechnen, ne? Wie viele Bücher man hatte, was man dann ungefähr an Preis und so hat. Und das habe ich dann nach und nach so quasi ausgebügelt. Und dadurch, dass das ja an über 20 Buchhandlungen heißt es genau, über 20 Buchhandlungen ja rumlag und verkauft worden ist, hat sich das dann irgendwann amortisiert. Was hat das Buch gekostet? Ich habe das von dir 45 geschenkt. Euro. Okay. Genau, jetzt aktuell kostet es 55 Euro. Aha. Das ist ja noch, ich habe ja noch genau 7 Stück und die PDF-Variante kostet einen Zehner. Der Link dazu gibt es in den Shownotes. Das haben wir uns nicht abgesprochen. Vielen Dank für den Hinweis. Und das war auch keine Werbung als solches, weil das ist mein eigenes Produkt. So. Ja. Genau. Aber du hast recht, ja. Das war nicht nur ein Struggle, also finanzieller Struggle, es war auch einfach ein fotografischer Struggle. Das waren 3 Monate 50 Fotoshootings. Ja. Und dann Geschichten, dann den Print fertig machen und. Und das ist ja, das war ja, aber da war ich ja schon, Moment mal, das ist ja 10 Jahre her, da war ich im 4. Jahr. War ich mal wie krank eigentlich, ne? Ja, das war so mitten in dieser Zeit, wo wir, glaube ich, so drauf gepolt waren, jeder macht so sein Ding. Wir hatten natürlich nicht Kontakt. Ja. Also einmal, als wir uns gesehen haben, war alles fein. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie dieses Verhältnis gehabt, wie wir es heute haben. Ja. Und ich glaube, ich habe es halt immer mitverfolgt, was du da gemacht hast. Ich habe halt immer nur das, was ich mitgekriegt habe, war, okay, der Typ ist richtig am Laufen. Na, also, okay, aber ja. Also am Laufen, nicht am Laufen, nicht. Ach so, du meinst jetzt nicht dieses läuft bei ihm, ja, ja. Sondern dieses, okay, der gibt sich richtig Mühe. Ja, das meine ich damit. Ist ja klar, absolut. Ja, also ich glaube, das will ich mir nicht rausnehmen, dass ich zu dem Zeitpunkt, was ich da gedacht habe, ich glaube, da habe ich selber wenig gedacht oder generell in meinem Umfeld wenig mir Gedanken gemacht, wie viel umsetzt oder keine Ahnung. Ich habe halt immer nur gesehen, okay, der meint es ernst, der lässt gerade so ein bisschen nach, der ist in 3 Monaten weg. Mhm. Und ja, das ist so dieses, aber niemals so, okay, er läuft bei ihm oder sonst was. Ich habe nur gesehen, dass du dir richtig Mühe gegeben hast für das Projekt. Und das fand ich, naja, ich finde es halt beeindruckend, wenn jemand halt alles, was er hat, in ein Projekt reinsteckt. Das ist, kann man, egal wie du es darstellst, ist es beeindruckend. Und machst du doch genauso, oder nicht? Erstmal vielen Dank für die Blumen. Gerne. Aber das machst du doch genauso. Also nach dem Motto, wenn schon, denn schon, ne? Ja, ich versuche mit gestreckter Fahne vorauszulaufen und zu sagen, ich will mein bestes Ich sein. Und in dem Fall habe ich dein bestes Ich gesehen, als du das Projekt verfolgt hast. Und deswegen sitzen wir hier mit so einem riesen Setup. Bimsel hier. Ja, und eben nicht mit wie in der ersten Staffel mit zwei Handys aneinander gehalten und dann rufe ich mal jemanden an. So. Stark. Damit fing es aber an. Guck mal, auch das ist auch eine Entwicklung, ne? Ja. Wenn du überlegst, ich habe aber ein Riesenproblem. Ach. Ja, pass mal auf, das Problem ist folgendes. Wenn ich jetzt hingehe und ich möchte zum Beispiel jemanden Neues akquirieren dafür, nehmen wir mal eine berühmte Person, irgendwie jemand, den man kennt, Lena Gerke zum Beispiel, würde ich unheimlich gerne hier noch in meinem Podcast haben. Und ich sage zu ihr, oder ich schicke dem Management irgendwie ein Video und sage, ey Leute, ich hätte Bock irgendwie mit dir das zu machen oder mit ihr das zu machen, dann würde sie vielleicht sagen, oder generell das Management würde sagen, ja cool, gucken wir uns doch mal, was macht der denn so? Dann sehen die Staffel 1 und 2, da waren ja ein paar, ich nenne es mal, berühmtere Personen mit bei, oder Leute, die aus dem öffentlichen Raum sind, ne, von Sat.1 jemand, oder Montez ist ja auch dabei gewesen, oder hier der weiße Brasilianer. Und dann hören sie sich das an und hören die 2 Handyaufnahmen, die furchtbar Audio, ganz furchtbare Qualität. Und dann sagen die, nee, da passen wir gar nicht rein in so ein Format. Und dann auch noch so ein komisches Konzept. 10 Fragen in 10 Minuten. Ach, deswegen heißt das 10 for 10. Ah, okay, ja, aber dann verstehe ich, das finde ich blöd. So. Und dann. War ich 10 for 10, ich muss das dazu sagen, ich fand es immer knackig. Weil ja, natürlich, ja. Wenn ich es mir anhöre, wird mich das 10 Minuten kosten. Das ist der Plan. So ein Podcast wie jetzt, wo dann so vielleicht auch 2 Nerds da sitzen, ich weiß nicht, ob ich mir das persönlich angucken würde. Mhm. Das ist so das Ding. Also ich find die Mischung draus ist beides, es ist cool, wenn du halt knackig unterwegs bist, 10 for 10. Aber auf der anderen Seite kannst du halt hier viel tiefer reingehen und die Leute, die es interessiert, die schauen sich dann komplett an und danke an euch. Ja, aber genau das ist ja das Feedback gewesen, was ich ja dann nach der ersten Staffel bekommen habe, wo es hieß, ey, das ist im Prinzip ganz witzig, nur du lässt die Leute nicht ausreden. Und die Leute wollen gerade erst was erzählen und auf einmal machen die zu. Mhm. So, und jetzt sieht das Management das und dann sagen die, nee, die Qualität ist kacke, das Konzept finden wir nicht gut und dann ist das Ding tot. Aber ab Staffel 3 habe ich ja das Setup,
Das Konzept hat sich geändert. Logischerweise ist das einfach ein richtig tolles Thema. Ich versuche immer noch so 10 Fragen reinzunehmen, damit wir auf diesem Thema bleiben. Mhm. Aber die 10 Minuten sind dann raus. Das ist gut so. Nur wie willst du es erklären? Willst du sagen, ja, also ich habe schon mit Leuten telefoniert und Kontakt gehabt, die sind berühmter gewesen. Das heißt, ich habe nicht dieses, oh, mein Fame und wie ein Starstruck, glaube ich, heißt es. Gleichzeitig aber ist das Konzept ein anderes und die Audioqualität. Das heißt, hör dir nicht Staffel 1 und 2 an, hör dir Staffel 3 und 4 an, aber geh auf die Personen von Staffel 1 und 2. Ist doch Quatsch. Das heißt, ich kann da nicht gewinnen. So, und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich dachte, du hast so eine Lösung dafür. Nee, die Lösung wäre halt wirklich nur genau das so zu erklären. Und ich überlege halt wirklich jetzt ein Video zu machen. Vielleicht nehme ich darüber das und schneide das dann zusammen, pack das dann online, aber dann ist dieser Online-Druck da. Das finde ich irgendwie blöd. Ich schicke das, vielleicht mache ich einfach ein Video, wo ich das genauso erkläre. In einer Minute, anderthalb. Ja. Und schicke das einfach um die Welt. Und dann schicke ich das an meine Wunschkandidaten. Und dann gucke ich, was passiert. Ich meine, im Zweifel kann niemand auch nur einfach nur Nein sagen. Oder wenn ich gar nicht frage, dann ist ja schon das Nein da, ja, quasi. Fängst du am besten mit Taylor Swift oder so an? Ja, genau. Die ist ja gut, dass die nicht gehypt ist zurzeit. Das ist ja das Gute. Also dann kann ich ja gleich den Holmes mal... Travis Kelce kannst du dann auch ja, machen. Dann machst du genau. Beide gleich. Genau. Nee, ich war sehr beeindruckt von deinem Equipment. Ich war auch, muss ich gestehen, ich war sehr beeindruckt von dem Jingle, dass du da nur auf den Knopf drückst. Ich dachte, das machst du im Nachhinein erst. Nee. Ich habe auch noch ein paar andere hier gleich, die hören wir uns gleich auch nochmal an. Ja. Die sind auch super. Du darfst gleich noch eine Werbung machen. Und ich habe noch ein, zwei andere Kleinigkeiten. Das hören wir uns aber gleich nochmal in Ruhe an. Okay. Das wäre nämlich meine Frage. Ja. Du warst jetzt ja in den USA. Ja. Und ja, genau. Du bist jetzt ja auch, ich meine, nehmen wir mal die Kombination, ein Fotograf, der weiß, wie er fotografiert, geht in meinen Augen, also ist jetzt sehr klein, weil ich bin noch nicht groß rumgekommen, aber eine der sehr, sehr fotogenesten Städte, die man, glaube ich, fliegen kann. Passt das, hat doch gut gepasst, oder nicht? Definitiv. New York ist halt magisch. Das ist das, was da passiert. Ich finde, also ja, Optik ist grandios. Ich mag aber auch die Akustik. Ist so, ne? Da durch und Himmel nimmt keine Kopfhörer mit. Das ist so, weiß ich nicht, das ist so total Verschwendung von Zeit, wenn du Kopfhörer auf hast in dieser Stadt. Ja. Weil da so viel passiert, akustisch und optisch, ja gut, sowieso. Du läufst ja mit offenen Augen durch die Welt und durch die Stadt. Aber nimm die Gerüche und auch den Dreck, ne? Da ist ja auch alles, sehr viel Dreck, aber alles, das gehört alles wunderbar zusammen. Also ich bin kein Fan davon, irgendwie irgendwas zu overhypen. Ich sehe dann auch irgendwo die Realität und es war jetzt das zweite Mal, dass ich in New York war. Das erste Mal war wirklich Schlaraffenland. Dieses Mal war es so ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben, mhm, und sagen, okay, man, dennoch hat es immer noch seine Magie, die ganzen Stadtteile. Ich habe das erste Mal die Bronx gesehen, ich war das erste Mal in Brooklyn, in so einem Künstlerviertel, ich komme gar nicht auf den Namen, aber das war irrsinnig. Ich habe gedacht, ich würde nochmal für dieses Viertel hier hinfliegen. Mhm. Nur dafür, ne? Wir haben vorher noch telefoniert und du hattest mir dann von der Idee erzählt, mhm, mit der U-Bahn einfach in einen Stadtteil zu fahren, genau, und zu Fuß zurückzulaufen. Ja. Ich bin leider nicht dazu gekommen, weil ich nicht alleine verreist bin. Mhm. Aber es ist irgendwie nochmal das Ziel, sowas zu machen. Also das war, als du mir das erzählt hast, ich habe so dieses pure Gefühl von Freiheit, mhm, gehabt. Und ja, dann eine Kamera in der Hand zu haben, das ist alles, was man braucht. Bitte, wie gesagt, keine Kopfhörer. Einfach es passieren lassen, immer gucken, wo gerade was los ist. Und da ist halt immer was los. Bist du auch nachts mal unterwegs gewesen? Nein, leider auch nicht. Also einmal, aber das war nur, weil wir so eine Sportsbar gesucht haben. Mhm. Und wenig nachts unterwegs, also eher so Dämmerung. Und also das wird aber schon reichen. Also ich meine jetzt nicht mit 3 Uhr nachts, ne? Ich meine so bis 12 Uhr, würde ich jetzt sagen. Weil da ist ja, selbst nachts ist ja einfach wie Tag. Ja, ich würde sogar eher diese, ich bin einmal um 4 Uhr aufgestanden, mhm, und wollte dann auch los. Und dann war ich aber, doof gesagt, ich war einfach viel zu müde, um wirklich... Also du erlebst am Tag einfach so unglaublich viel, mhm, und du möchtest in der Zeit, in der du dort bist, halt so viel wie möglich aufsaugen, dass du halt da wirklich, ich bin normalerweise ja so eine Nachteule, das weißt du ja, mhm, ich hab keine Ahnung, Bettzeiten zwischen ab 23 Uhr bis 3 ja, Uhr oder so. Timo, kommst du online? Ja, wann denn? Ja, 23 Uhr. Ja, da stehe ich schon fast wieder auf. Ja, und als ich in New York war, wirklich um 9 Uhr war, ja, aber ist doch auch klar, das drückt einen ja, das zerdrückt, mhm, einen ja. Diese Eindrücke, das ist ja Wahnsinn. Ja, also du warst im Hotel und irgendwie hast du reflektiert, was du den Tag gemacht hast und
dann gehst du abends nicht nochmal raus. Also ja. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt das dritte Mal hinfliege, und das wird passieren, dann werde ich mir genau die Zeit für sowas nehmen. Also dass man wirklich hinfährt und das Ganze aus fotografischer Sicht, diesen riesen Spielplatz einfach mal mitnimmt. Ja. Aber ansonsten, ich weiß jetzt, war das eigentlich die Frage? Ich war in New York. Jetzt sind wir irgendwie voll abgeschweift. Was war die Frage? Also die Frage war ja grundsätzlich erst einmal, dass du überhaupt da warst. Ich hatte ja gefragt, aus fotografischer Sicht, ob du auf deine Kosten gekommen bist, wenn man so möchte. Ja, also nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Gerade weil man dann einfach sehr kaputt vom Tag war. Ja. Aber es wird nochmal passieren. Ja, war das 10 Tage oder sowas waren das, ne? Oder 7? Sieben, 18 Tage? Der Plan war 9. Faktisch waren es 7, weil... Ach, wegen dieser Anreise, dieser blöden... Ja, wir hatten ja dann Eisregen, es war wirklich zweimal den Flug annulliert, eine Nacht in Frankfurt in so einem Hotel gepennt und letztendlich waren wir 2 Tage später da und das war, also ist halt ärgerlich, wenn du dann nur 5 Tage buchst und 3 Tage da bist, aber wir haben 9 Tage gebucht und waren 7 Tage da und die 9 Tage wären perfekt gewesen, da hättest du nämlich so 1, 2 oder 1 Tag dann nochmal gehabt, zum Verschnaufen und 1 Tag, um das zu machen, was wir besprochen hatten. Also die 9 Tage wären super gewesen, 7 waren es jetzt und dann hat man wieder alles aufgesaugt, was man machen konnte. Ja. Und so ein bisschen auch mal Touri gewesen, ne? Also nicht immer Foto, 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 sondern auch mal die Kamera im Hotel gelassen und gesagt, okay, heute mache ich Tourist. Ja. Auch mal ganz nett. Zählst du doch von dieser Reise? Also so, was jetzt so die Energie, das Ding gibt einem ja Energie. Also jetzt... es ist eine ganz andere, es ist nicht diese, ich stehe morgens auf Energie und bin dann den ganzen Tag fit Energie, sondern diese, ich versuche das mal so, damit du das verstehst, wie ich das meine. Als ich das hatte, 2015, ist ja schon echt ewig her, das erste, was ich gemacht habe, als ich zurück war, war, ich habe nach einem Range Rover geguckt, weil ich Bock hatte, mir dieses Gefühl von Amerika nochmal so gut es geht nach Hause zu holen. Ich habe seitdem trage ich diese 436er Adidas-Schuhe, die ich habe, diese New Balance-Schuhe. Das Modell habe ich damals in Miami gekauft und seitdem trage ich das. Also das ist dauerhaft seitdem. Ach, cool. Dann natürlich nicht das Modell, also nicht der Schuh als solches, der ist immer durch gewesen, aber das Modell habe ich dort gekauft das erste Mal, angehabt und seitdem trage ich diese Schuhe. Ja, ich kenne dich auch nur mit. Genau. Ich kenne dich nur mit New Balance. Also ich hab diese Schuhe, die trage ich alle 7, 8, 9 Monate, kaufe ich neue und dann gehen die wieder für die nächste Zeit. Und im Winter, jetzt habe ich auch welche an, die sind auch runtergerockt ohne Ende. Aber so von der Idee, das ist diese Energie, die ich habe. Mhm. Und wenn ich die Bilder habe, ich habe auch zum Beispiel auf meinem Handy habe ich einen Hintergrund, der ist noch von New York, wo ich da morgens dann um 4.30 Uhr oder so aus dem Hotel rausgedüdelt bin und das erste war Kamera nehmen und sofort nach draußen und dann durch die Straßen. Klack, klack, klack. Und das diese Billboards und so und dann war alles dunkel und das war, und wenn ich die Bilder sehe, dann bin ich instant wieder da und dann bin ich wieder auf Energie, wieder auf dem Level und habe ich wieder Bock und dann ist dieses ganze Lifestyle-Thema mit Handy und mit Social Media und Fotos und so, bopp, bin ich wieder drin. Das meine ich mit Energie. Nee, das habe ich nicht. Also das, ich habe eine riesen Romantik hinter, du merkst das. Voll. Ich weiß nicht, beneiden wäre das falsche Wort. Also bewundern. Also ich wünschte, ich hätte das. Das ist ja total schön, wenn du sowas, wenn du das auch noch so lange. Also ja, das ist komplett. Deswegen war ich, als du das erzählt hast, du fliegst dahin, da war ich doch selber schon ganz nervös. Ich hab's gemerkt. Ja, deswegen. Ich hab's gemerkt, aber dass das mit dir macht, hätte ich jetzt, ich bin voll, völlig überwältigt. Also echt total schön. Ja. Nein, also ich für mich interpretiere das eher so, deswegen musste ich gerade auch so schmunzeln, als du das gefragt hast. Weil viele fragen, ja, wo sind denn nun die Bilder aus New York? Und ich habe dann so eine Rutsche habe ich dann mal hochgeladen bei Instagram und habe dann in meiner Story so ein bisschen was gezeigt. Und dann setzt bei mir irgendwie sowas ein, wenn ich die Bilder mache, dass ich irgendwie viel mehr Spaß dabei habe, die Bilder zu machen, aus technischer Sicht, die Kamera dabei zu haben, also das zu fotografieren, was ich da gerade sehe, als dass ich sie mitnehme, zu Hause bearbeite. Das ist so ein Prozess, bei dem ich die Sachen lange liegen lasse. Also Fun Fact, ich habe noch kein einziges Bild aus New York bearbeitet. Die liegen immer noch, einen Monat danach, liegen sie immer noch auf meinem Rechner unberührt. Und ich weiß, sie sind da und ich weiß, wenn ich dann eine Minute Zeit habe und die Muße habe, die zu bearbeiten, dann mache ich das auch. Mhm. Ich freue mich da auch schon drauf. Ich weiß noch nicht, wann es sein wird. Das ist so dieses... Ich glaube, das hast du mit Rio ja auch gemacht, ne? Als du aus Rio kamst, hast du die ja auch irgendwie gefühlt ein halbes Jahr liegen gehabt, ne?
Und dann habe ich das Buch gemacht. Und dann kam das Buch, genau. Genau, das Buch habe ich dann mir, weiß ich nicht, wie oft angeschaut und Leuten wie oft gezeigt. Das ist schon richtig abgeranzt, weil abgegrabbelt. Ja gut, aber das ist halt dafür ist es eben ein Buch. Und das haben die Bilder, aber ja, das war ungefähr ein halbes Jahr mit Rio, dass die Bilder wirklich nur rumlagen. Und ich gesagt habe, ich freue mich, dass sie da sind. Und dann habe ich irgendwas damit gemacht. Und ich denke, das wird mit New York, also ich glaube nicht ein halbes Jahr, weil irgendwie juckt es mir schon in den Fingern, da vorbeizugehen. Aber was ich auch gemerkt habe, ist zum Thema Verreisen, dass ich letztes Jahr wirklich nirgendwo gewesen bin. Das ist sehr ungewöhnlich. Also ich habe halt die Zeit und das Geld woanders reingesteckt. Vor allem in Vierräder. Statt in. Ich musste, als du gerade sagtest mit Range Rover und du möchtest ein bisschen Amerika nach Hause holen, habe ich an den Jeep gedacht und dachte mir, genau. Das ist halt auch Amerika. Ich wollte gerade sagen, wenn du die Seitenteile rausmachst und dich in den Sonnenuntergang fährst, dann, also wenn das nicht Amerika ist, dann weiß ich es auch nicht. Naja, und das war halt irgendwie komisch. Dann auch, letztes Jahr hatte ich dann die Leica ja gehabt, die Q3 dann. Und die lag, bis ich jetzt in New York war, lag sie nur im Schrank rum, weil ich mache mit dem Ding, glaube ich, sonst nichts. Ich laufe jetzt, auch das finde ich total inspirierend, wenn ich deine Bilder sehe und jedes Mal auch was für ein Load du an Fotos dann hochlädst, ich dann sage, boah, krass, wo nimmt der die Energie her? Weil meine Leica, die steht im Schrank und ich habe dann, wenn ich verreise, dann kommt das damit. Und die war dann 2022 dann wirklich auch immer in Benutzung, weil ich immer irgendwo unterwegs gewesen bin. 23 nur rumgelegen und dann komm mal in New York an mit dieser Q3, die du ja noch nicht vorher benutzt hast. Ich habe 2 Tage Blockade gehabt. Ich habe 2 Tage gar nichts gemacht. Ich dachte, ich hab mich gefühlt, als hätte ich noch nie eine Kamera in der Hand gehabt. Aber du weißt, aber gerade die Q3, die ist doch, das ist der Point and Shoot, wenn du so möchtest. Sie nimmt dir alles ab. Das ist ein No-Brainer an Kamera. Also du hältst drauf und du fotografierst das, was du haben möchtest. Aber diese Blockade war einfach da. Krass. Kannst du nicht, also wirklich die ersten 2 Tage dachte ich mir, das sind so shitty Fotos, die ich hier gerade mache, die will ich mir selber nicht mal angucken. Also und dann, dann postest du die, dann kriegst du das Feedback, oh, das sind aber coole Fotos. Und ich denke mir so, boah, ich bin null zufrieden damit. Ich bewundere die Leute, die wirklich so Street-Art-Fotos machen und den Leuten ins Gesicht fotografieren und das wirklich so eine Routine drin haben. Da gibt es auch einen bei Insta, den habe ich vor kurzem kennenlernen dürfen. Grandiose New York-Fotos, wirklich. Ich habe mir das angeguckt und dachte, wo holt er das her? Packen wir auch in die Shownotes. Kannst ja noch raussuchen, ne? Der Typ ist wirklich, wir haben uns durch Zufall persönlich kennengelernt. Er war bei mir zu Hause und hatte einen Mantel, einen Trenchcoat verkauft. Und dann war er da gewesen und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und er hatte dann eine Leica auf dem Tisch gehabt. Also er hat seine Jacke ausgezogen, um den Mantel anzuprobieren, hat die Leica vorher rausgeholt und die auf den Tisch gelegt. Natürlich direkt das erste Thema wieder. Ja, so. Ja, cool. Und dann haben wir ein bisschen rumgefeilscht und dann hat er die dann auch gekauft. Und dann sagte er, also wir beide kennen uns auch. Weil ich gesagt habe, komm, bist sympathisch, kannst du für den Preis haben. Und dann hat er gesagt, wir beide kennen uns doch auch. Wir kennen uns? Ja, von Instagram. Und ich so, wie heißt du denn? Und wie gesagt, kommen jetzt gleich in die Short Notes, TS1000. Und ich würde, wenn ich wirklich nicht völlig überzeugt wäre, würde ich jetzt das noch nicht erwähnen, aber das sind wirklich so coole New York-Fotos gewesen. Cool. Ja, also das hat mich sehr inspiriert, kurz vor der Reise. Also die Bilder habe ich mir dann angeguckt und habe geguckt, welche Angles er fotografiert hat und habe das dann versucht, irgendwie für mich aufzugreifen. Und schöne Grüße gehen raus an. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Schöne Grüße. Cool. Ja, guck mal, aber vor allem, was wieder für ein Zufall, ne? Dass du machst diesen Trend, Und wir beide, also wir folgten uns. Also ich bin ihm gefolgt, er ist mir gefolgt, aber ich wusste, ich hatte kein Gesicht dahinter. Und dann haut er das so raus und ich dachte, ach, du bist das. Das ist ja irre. Also war ein cooles Erlebnis. Schön. Genau. Ja, und dann war, ich meine, also 7 Tage. Ist ja 7 Tage Overload, 7 Tage wird man mit Emotionen zugepumpt. Ne? Man hat alles Mögliche. Ich meine, ihr hattet ja so halb Winterjahr, wenn man so will. Das war ja eigentlich relativ kalt, ne? Es war sehr durchwachsen. Entweder war es halt nicht regnerisch, sonnig, also sehr sonnig und wirklich sehr kalt, also teilweise -10 Grad, dass du dir wirklich gedacht hast, okay, mein Gesicht fällt mir gleich ab, weil alles war geschützt und dein Gesicht halt nicht. Ja. Und die anderen Tage halt Regen. Also, aber in New York im Regen?
Wenn da mal nicht Romantik durch, also die klassische New York-Romantik dann dazu kommt, das ist ja so eigentlich normalerweise gehört das auch dazu, ne? Wenn man hier so im Trockenen sitzt, dann kann man das ganz gut sagen. Okay, ja, hast natürlich recht. Hast natürlich recht. Aber ja, also es hat, ich würde sagen, die Stadt hat immer was. Wie gesagt, ich will sie nicht overhypen. Es ist schon, du kommst wieder und du bist nicht erholt. Also du hast, genau. Du bist ja in der City, du hast jetzt keinen Erholungsurlaub. Vergiss es, wenn du da New York denkst. Aber es, also jede Minute, jede Sekunde dort ist es wert. Ja. Ja, und vor allem, wart ihr im Central Park? Ja. Das ist ja wie, das ist so irre für die Leute, die das nicht kennen, beziehungsweise die jeder kennt wahrscheinlich das Bild, wenn man oben auf eine Map guckt und dann hat man ja diesen riesengroßen, wie so ein ausgeschnittenes Rechteck so. Da ist ja dann so ein Grünstreifen mitten durch New York, durch diese riesengroße Betonwüste, die wahrscheinlich in 20 Jahren auch irgendwann vom Hochwasser dann überschwemmt ist, aber noch geht's ja. Und dann ist man da mittendrin und auf einmal ist alles ruhig. Als ich 2018 da war, habe ich es nicht in Central Park geschafft. Okay, ja. Also ich war jetzt das erste Mal in meinem Leben im Central Park und ich dachte mir, das ist ja irre. Ja. Also das soll eine Großstadt sein. Ja. Und dann bist du da drin, du hörst nichts. Mhm. Da ist sogar ein eigener Golfplatz, ne? Du kannst alles. Ja, bei Google kannst du so einen Flug machen, so einen 3D-Flug über diesen ganzen New York-Style. Und da ist einfach mal Ruhe. Also... Ja. Ja, wirklich toll. Wenn man das kann, sollte man das einmal in seinem Leben mindestens einmal gemacht haben. Der Oma Butt hat das netterweise, der war jetzt auch kürzlich da, mit seiner Frau, die hat das gesagt, wenn man... die Fotos habe ich gesehen von... Genau, ja. Wo er an der Bridge irgendwie stand. Mhm. Der hat irgendwie gesagt, wenn man, also er hat es ein bisschen dramatisch ausgedrückt, so sinngemäß, ein Leben ohne einmal in New York gewesen zu sein, ist nicht lebenswert. So in die Richtung ging das, ne? Aber ich stimme ihm da voll und ganz zu. Wenn man es schafft, sollte man es auf jeden Fall mal gemacht haben. Ich glaube, man geht nicht dümmer aus dieser Stadt raus und vor allen Dingen auch nicht mit weniger Emotionen und mit weniger Energie, glaube ich. Und es ist eine sehr herzliche Stadt. Also obwohl da so viel los ist, sind die Menschen dort wirklich sehr offen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Also anders, als man vielleicht vermutet. Also wenn man natürlich aus Ostwestfalen kommt, ist jeder etwas, also, wenn man sagen, freundlicher fast schon. Ich musste dran denken, was wir beide eigentlich irgendwann mal machen müssen. Mhm. Wir haben das Thema mal gesprochen mit Travel und mit Hund und wie macht man das, wenn sich das irgendwann mal ergibt. Ja. Wir beide müssen eigentlich mal nach Los Angeles. Oh, Dicker. Aber, also die Leute, die in Los Angeles jetzt waren, die sagen ja alle, nach einem Tag hat man alles gesehen. Meine Schwester war ja auch schon ein paar Mal da, die hat ja auch gesagt, ey, das ist eigentlich nur eine Tagesreise. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich denke mir, man kann da, glaube ich, eine ganz gute Zeit haben. Ich weiß, was wir auch machen werden. Wir machen das, was wir virtuell jahrelang... Ach so, das GTA-Spielchen. Ja, ja, genau. Das Problem ist halt, danach will man halt da bleiben, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind happy, wenn wir wieder in Bielefeld und in Gütersloh sind. Ja, okay. Ja, eigentlich wäre das ganz witzig, ne? Das meinte ich. Also wir müssen, ich weiß nicht wann, aber wir nehmen uns so eine Insta-Kamera mit, leihen uns so einen Ford Mustang. Ach so, richtig wie im Film. Und ne? Dann machen wir das hinten drauf und wir fahren diese Strecken, die wir virtuell oder hinten geil. Auf das. Wir werden jetzt nicht Fallschirm springen und versuchen, auf dem L zu landen. Schwierig. aber Idee ist gut. Ja. Aber das Geile ist bei GTA 6, das läuft ja in Miami. Und da war ich ja schon mal. Das heißt, ja. das ist quasi das andersrum. Da war ich ja schon mal und könnte da quasi aus Bilder und so von dem Ocean Drive und so, und das wird dann ja quasi dann 1:1 da ja dann auch gespiegelt. Aber weil, ja, guck mal, wie lange begleitet uns jetzt GTA 5 jetzt nochmal ein super Nerd-Talk? 10 Jahre schon. Richtig. Und das ist mindestens noch 2. Wir kennen die Straßen nun mittlerweile wie unsere Westen. Trotzdem fahre ich immer mit dem Navi da drin, weil ich das einfach irgendwie am Ende dann doch nicht ganz gerafft bekomme. Ja, ist krass. Ja. Aber schön. GTA ist Liebe, muss man einfach mal so sagen. Ja, doch. Ja. Also zu der Zeit, als es als alles zu war und Lockdown 1, ne? Lockdown 1, da hat es uns echt gut rausgeholt. Ja. Virtuell. Ich glaube, also mindestens alle 2 Abende, ne, waren wir in Los Santos. Ich habe übrigens geguckt, ne, du hast 3 Spielstunden mehr als ich, ne? Immer noch bei GTA. Echt? Ja, ich weiß nicht woher, aber du hast sie. Obwohl ich dachte, dass ich der Nerd bin von uns beiden, was das GTA-Thema angeht, aber... Mal grad, wie viele Spielstunden hast du? Ich glaube 30 oder 32 und du hast irgendwie 37. Das ist echt wenig im Verhältnis, wenn man das Cyberpunk-Thema bei dir angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nur das GTA ist von GTA 5. Okay. GTA 5 von der PlayStation 5, meine ich. Okay. Ja, ich glaube, also das war ja exorbitant viel auf der Vierer. Ja. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Aber gut, wer weiß. Ja. Wer weiß. So.
Ja, meine Lieben. Was hast du noch für mich? Was hast du noch? Was habe ich noch für dich? Ja, meine Frage, die ich hätte, wäre, fotografierst du denn auch außerhalb deiner beruflichen Arbeit? Also ich meine, klar, dass man mal hier so und da mal ein Fotochen macht, aber ich meine, so einfach gehst du mit der, also oder ich meine, du machst ja, das kann man ja sagen, du machst ja diese 360-Grad-Shots. Genau. Das kann man ja ruhig sagen. Kannst du es vielleicht mal kurz erklären, was das genau ist? Für die Leute, die es nicht kennen. Ja, ohne Vorbereitung. Ja, also jetzt. Bei 360-Grad-Shots, da reden wir von den 360-Grad virtuellen Rundgängen. Das heißt, ich spreche mal gerne von wir. Ja, ist schon. Wir haben die Möglichkeit, Räume und Orte komplett zu digitalisieren. Mhm. Stell dir ein Autohaus vor, das verschiedene Fahrzeuge anbietet oder ein Restaurant oder. Also Autohaus und Restaurant fällt mir am meisten ein, weil das so der größte Use Case ist. Ja gut, weil es auch am meisten gibt, aber auch so irgendwelche Büros oder so gibt es doch, also irgendwelche Büros, Versicherungsgeschichten gibt es ja mittlerweile auch, ne? Genau, also Büros, Versicherungen, letztendlich alles, jeden Raum, jeden Ort. Die digitale Altstadt von Bielefeld, da warst du auch mit dabei, als wir die Fotos gemacht haben. Also wir haben eine ganze Stadt digitalisiert in Form eines 360-Grad-Rundgangs. Das heißt, du kannst virtuell an deinem Smartphone, an deinem Tablet, an deinem Rechner, an deiner VR-Brille durch diese Orte durchschweben, laufen, nicht durchklicken, in einem Autohaus dich in ein gewisses Fahrzeug reinsetzen, auf das Navi klicken und dir ein Produktvideo dazu anschauen. Du kannst auf LED-Walls in der Nachbearbeitung ein Video projizieren, ein Image-Video oder einen Marketing-Video von der Firma. Du gehst auf die Büros der Verkäufer und da steht, das ist dann ein Begrüßungstext mit einem Foto von einem Verkäufer, der dann sagt, falls Sie irgendwelche Fragen haben, ich bin für Sie da, schreiben Sie mir hier eine E-Mail und dann klickst du auf das hier und dann öffnet sich dein E-Mail-Fenster und du kannst die Person direkt anschreiben. Also es gibt wirklich spannende Möglichkeiten und Funktionen in so einem 360-Grad-Rundgang, die wir halt über die letzten Jahre wirklich perfektioniert haben und versucht haben, da so das meiste rauszuholen, was man rausholen kann, qualitativ. Da bin ich auch immer sehr dran interessiert. Das ist dann halt irgendwo auch das Hobby, dass man sagt, man hat den Anspruch, immer das Beste zu haben. Mhm. Das geht dann, ich sag mal, los bei dem Programmierprogramm, das dir dann unterschiedliche Möglichkeiten bietet. Sei es der Pfeil, der auf dem Boden ist, der anders designt ist, bis hin zu einer neuen Kamera, die einfach mehr Megapixel auflösen kann, dass du das Erlebnis hast, dort immer tiefer drin zu sein. Also je höher die Pixeldichte ist, desto detailreicher ist alles und desto mehr erkennst du das Logo der Automarke auf der Motorhaube oder die Modellbezeichnung hinten am Kofferraum. 360-Grad-Drohnen, also die neuen Drohnen, die jetzt auch 360-Grad-Panorama aus der Luft machen können. Also wir sind da technisch total interessiert. Und ihr seid auch am Puls der Zeit, ne? Also ihr habt ja immer eigentlich immer das aktuellste Zeug, ne? Um möglichst das Beste dem Kunden noch weiterzugeben, ne? Ja, definitiv. Also da legen wir unglaublich viel Wert drauf, dass da halt wirklich immer das Neueste und das Modernste an Technik da ist. Da geben wir uns nie zufrieden mit irgendwas, was älter ist. Aber es ist auch spannend. Also da, wo wir wieder beim Thema Hobby sind und beim Fotografieren, ich glaube, da geht es total drin auf. Oder ich bin mir sicher, dass es dort aufgeht und auch was Technik angeht, total. Also ich glaube, da tun wir uns beide nichts. Wenn wir über Technik reden, dass wir sagen, okay, man braucht es jetzt nicht unbedingt, aber man will es haben. Klar. Und also da versuchen wir mit dem Teilbereich immer ganz weit vorne zu sein. Cool. Ja, das ist in Ordnung. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich, wenn jemand jetzt nicht weiß, wie er das mal sich mal angucken kann, das ist wahrscheinlich ja einfach, wenn man, also ich kenne das ja, diese 360-Grad-Dinger, wenn man bei Google zum Beispiel auf irgendein Geschäft geht und dann kann man ja virtuell quasi in dieses Geschäft reingehen, ne? Und dann hat man ja wie so eine Art, ja, man kann dich mit diesen Button doch so durch den Raum durchklicken, ne? Diese Pfeile, die über dem Boden hovern und dann kannst du dich durchklicken. Google ist nochmal so eine Sparte für sich. Mhm. Damit habe ich ursprünglich angefangen. Also das heißt, Google ist, musst du dir so vorstellen, das hat so die Basic-Funktion, nämlich die du gerade beschrieben hast. Das heißt, du hast die Räumlichkeiten. Mhm. Der Aufwand, das zu fotografieren, ist letztendlich der gleiche. Also ich sag meinen Kunden immer, wir müssen das Bild generieren. Was wir mit dem Bild am Ende machen, das ist ihm überlassen. Oder wie hoch das Budget, was das Budget halt hergibt. Die Basic ist halt wirklich immer Google damit zu füttern, weil aus unternehmerischer Sicht steigerst du dadurch oder erhöhst du die Reichweite durch den natürlichen Algorithmus. Das heißt, Google hat diesen Algorithmus
oder Google My Business speziell, wenn du jetzt deine eigene Firma oder deine eigene Lokalität hast, funktioniert die nach einem Algorithmus? Sprich, gehst du auf die Telefonnummer, gehst du auf die Adresse, lässt sich dorthin navigieren, dann läuft im Hintergrund eine Uhr. So kann man das ganz gut beschreiben. Es läuft im Hintergrund eine Uhr. Und je länger diese Person auf deinem Profil ist, desto höher wirst du gerankt. Also desto interessanter ist dein Content und desto höher rankt dich Google. Und wie oder was da halt eine Stellschraube ist, ist unter anderem halt Fotos oder ein 360-Grad-Rundgang, dass du interessanten Content hochlädst. Dieser Rundgang im besten Fall dann auch begangen wird. Und je mehr Bilder du drin hast, desto länger bleiben die Leute drauf, weil wir haben alle diesen ganz natürlichen Entdeckergeist, auch wenn es vielleicht auf den ersten Hinblick völlig uninteressant zu sein scheint, da klickt sich halt auch jemand durch Büroräumlichkeiten durch. Das macht jemand, das machen Leute. Und das ist dann, sagen wir, das sind blanke Zahlen, die können wir halt tracken, die kann ich sehen und sage dann nach einem Jahr, ey, da sind 30.000 Leute auf deinem Profil gewesen. Geh davon aus, dass die Tendenz steigend ist und dass du besser gerankt wirst dadurch oder die Wahrscheinlichkeit dadurch höher fällt, als dass du nochmal Geld investieren musst für irgendwelche Ads oder für irgendwelche Werbekampagnen. Aber das heißt, also das ist ja quasi wie, wenn 20 Leute vor einem Geschäft stehen und da eine riesengroße Schlange ist, dann man geht dran vorbei, man ist neugierig, wenn man ja denkt, oh, da ist ganz schön viel los. Wenn da so viele Leute stehen, da muss ja was Geiles drin sein. Das heißt, man stellt sich manchmal an, auch wenn man gar nicht weiß, was los ist. Ne? Also es hat ja so ein bisschen so diesen Effekt, also für Google jetzt, wenn Google sieht, dass da, keine Ahnung, 30 Personen jeden Tag eine Stunde ist ein bisschen viel, aber ich sag mal 3-4 Minuten auf einer Webseite sind, dann werden die ja sagen, okay, dann scheint mit der Webseite ja irgendwas geil zu sein. Das heißt, die sind ja froh, wenn sie dann weiter nach oben gerankt werden. Ne? Und das Schöne dabei ist, dass die Kosten halt einmalig sind. Also es gibt dort keine fortlaufenden Kosten, zumindest noch nicht. Und das ist eine einmalige Investition, die überschaubar ist. Deswegen nehmen das viele mit. Und viele nutzen das Bildmaterial, wo ich dann vorhin beim Thema war. Wenn wir das Bildmaterial einmal haben, dann kann man damit dann auch in die Richtung gehen, was ich jetzt vorhin als Autohaus beschrieben habe, dass du dich dann das Fahrzeug reinsetzen kannst. Du kannst Videos abspielen lassen. Also komplett medial befüllen mit Inhalten, mit Fotos, mit Texten, mit allem Pipapo, wenn es das Budget dann hergibt. Und wie gesagt, Basic davon ist immer Google. Das ist halt immer irgendwie hinterlegt, damit du halt diese Klickzahlen auf diesem riesen Portal generieren kannst. Dann sage ich doch jetzt mal, dann wäre man doch dumm, wenn man das nicht machen würde. Und das ist dann meine Werbung, die ich jetzt hier gemacht habe, beziehungsweise die ich jetzt einfach mal so ansetzen würde und sagen würde, dann guck doch mal bei euch, beim Blitzgarten ist das, ne? Danke, ja. Ist doch Blitzgarten, war doch, ne? Genau, ist ein Themenbereich, von dem den wir abdecken. Ja. Das mache ich dann auch gerne persönlich. Und genau. Ab in die Shownotes. So, aber das Gute ist, du kriegst jetzt auch Werbung von mir. Du darfst jetzt einen Werbeblock von mir. Und du darfst jetzt wählen zwischen Flugzeug oder Mafia. Was hättest du gerne? Flugzeug oder Mafia? Du hörst gleich, warum ich das sage. Flugzeug oder Mafia? Was hättest du gerne? Also ich würde Flugzeug. Flugzeug. Meine Damen und Herren, wenn ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte, hier spricht Ihr Kapitän. Vor uns liegt eine kurze Werbung, daher bitte ich Sie, die Sicherheitsgurte anzulegen und Ruhe zu bewahren. Vielen Dank. So, bitteschön. Sehr stark. Habe ich mir was einfallen lassen, ne? Hast du es zum ersten Mal drin? Das war bei der Ronja, hatte ich das auch mit Flugzeug schon, ja. Ich habe überlegt. Wenn wir gleich fertig sind, möchte ich Mafia gerne mal machen. Du hast, du kannst, ich weiß was, ich spiele jetzt auch noch ab dem Mafia. Ist ja nicht so, dass das nicht erlaubt ist. Ich wollte einfach nur jemandem die Aufmerksamkeit geben dafür. Jetzt kommt der Mafia. Hey Toni, jetzt kommt die Werbung. Also mache dich schnell. Tada, das ist Mafia. Voll gut. Ja, das hoffe ich doch. Das ist richtig ausgeklügelt, da habe ich lange für gebraucht. Ich darf sagen, also wie lange sitzt du an sowas dran? Ach, das kommt immer, das ist so meine Eingebung. Du weißt, ich fummel doch immer ganz gerne mal so ein bisschen an verschiedenen Projekten immer so parallel. Und das gehört ja auch dazu. Und dadurch, dass ich ja wusste, dass die Staffel 4 jetzt kommt, wollte ich ein neues Intro haben und auch entsprechend neue Werbungen. Und jetzt habe ich das quasi als neue Werbung gemacht. Beide sind sehr gut. Ich finde beide sehr gut. Der Flug passt aber besser. Der Flug passt besser, ne? Ja, weil wir haben ja jetzt schon über Blitzgarten geredet. Was soll ich jetzt hier noch für uns Werbung machen und hier rumtrommeln und wild um mich rumschießen? Ja. Du hattest ja vorhin gesagt, wer wie schon Werbung gemacht hat. Und ich würde gerne das Reisen bewerben. Ja. Weil das dieses Jahr wirklich bei mir ganz weit oben steht.
Wir haben jetzt vor, also das war jetzt meine Idee, das zeitnah auch umzusetzen, dass ich mir meinen Hund schnappe. Ja. Wir wollten nach Island mit dem Jeep. Ui, und da das ist geil. Da habe ich aber leider auf der Webseite von dem Fähre ganz kleingedruckten gesehen, dass auf Island keine Tiere mitgebracht werden dürfen, keine Haustiere. Wie kommt das denn? Ich weiß es nicht. Also ich wollte auch nochmal anrufen und mal nachfragen, aber letztendlich steht es da fett gedruckt. Und deswegen haben wir uns dann spontan umentschieden, was anderes zu machen. Und ich dachte, wenn wir im März das hinkriegen, dann würde ich ganz gerne noch zum Nordkap fahren. Ui. Mit dem Geil. Und mit dem Jeep. Geil. Und auch im Jeep schlafen und also, gucken, wie weit wir kommen. Hast du nicht damals den Jeep sogar extra auch so ein bisschen so modifizieren lassen, ja, ne, dass man drin pennen kann? Ne? Genau. Wie viele Leute passen rein? Wenn man will, zwei, aber man muss sich mögen. Oder halt mein Hund und ich. Wie man das früher gemacht hat, dass man einfach, man hat immer andersrum geschlafen, weißt du, mit dem Kopf bei den Füßen des anderen jeweils. Stimmt, das würde so funktionieren. So kenne ich das von früher. Ja. Ja. Ja, das würde funktionieren. Es ist nicht optimal, aber ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren. Naja, das ist ja auch kein Hotel. Das hat ja ein bisschen diesen rauen Charakter. Man soll ja so ein bisschen, du willst wahrscheinlich die Nordlichter sehen. Ja, ich will sie auch eigentlich mal sehen. Das ist so, gehört auch noch, also ich habe vieles auch auf meiner Reisebucketliste noch stehen. Wahrscheinlich werde ich immer mal, wenn Lucky dann mich von oben begleiten wird, dann werde ich wahrscheinlich einmal mir meinen Rucksack packen und werde mal mein Gewerbe für ein halbes Jahr abmelden und werde sagen, so, jetzt mache ich mal ein bisschen was. Ich melde mich auf jeden Fall an. Ja. Bei einer dieser Reisen dabei zu sein. Naja, ich würde dann ja wahrscheinlich die große Hafenrunde fahren. Weil, keine Ahnung, ist jetzt so eine Idee. Ja. Am Ende fahre ich wahrscheinlich einmal nach Minden und bin dann in der Nachricht, habe ich es geschafft oder so, keine Ahnung. Aber nein, also irgendwie, ich will das ja auch. Ich will vor allen Dingen, ich habe so eine romantische Geschichte. Jetzt übernehme ich deinen Werbeblock. Wie dumm ist das denn? Egal, ich muss mein Gedanken bringe ich jetzt zu Ende. Ja, bitte. Ich sehe mich halt mit meiner Kamera in Italien sitzen, beim lauen Lüftchen, Limoncello in der Hand und guck aufs Wasser. Das ist das und davon ein Foto machen, während ich entweder da sitze oder ich mache das Bild selber. Das ist diese romantische Vorstellung, die ich davon habe. Und das möchte ich mir irgendwann erfüllen, bevor es irgendwann nochmal zwei Etagen tiefer geht. Hast du noch Zeit? Nee, aber ja. Werbeblock als solches ist ja auch eigentlich so ein Thema. Also genau. Was will ich Werbung machen? Wie gesagt, Ziel ist jetzt das nächste, ist der Nordkart, dem sein Nordkap seiner. Also dieses Verreisen, ich hatte, mein Vater hat mir das mal eingeflößt, weil ich ziemlich viel Zeit, er legt da sehr viel Wert drauf, viel von der Welt zu sehen. Mhm. Und als du das dann vorhin angesprochen hast, dass man einen Werbeblock hat, dann bin ich da drauf gekommen, dass man sagt, okay, verreist einfach viel mehr. Es gibt einem wirklich so viel. Und auch die Vorbereitung. Es geht nicht unbedingt um das Verreisen an sich. Klar, das ist auch Teil davon. Mhm. Aber viel ist auch die Vorbereitung, sich vorher darüber zu informieren. Wie komme ich da gut hin? Wie jetzt zum Beispiel mit Island. Ich habe eigentlich alles durchgeplant gehabt und wollte dann auch mit dem Jeep darüber fahren. Und ab Dänemark gibt es eine Fähre, die fährt dann über die Färöerinseln nach Island. Und das wird auch noch passieren, halt nur leider ohne den Hund. Das macht halt einfach mega viel Spaß, sich darauf vorzubereiten und alles irgendwie so in die Bahn zu rücken. Und oft ist es auch so, dass die Reise vielleicht gar nicht stattfindet. Aber dann ist man vorbereitet, wenn man irgendwann hinfährt. Genau. Also das erfüllt mich persönlich sehr, mich irgendwie auf eine Situation vorzubereiten, die vielleicht mal kommt. Ja, ja. Das ist schön. Dann machen wir doch mal hier. Machen wir doch mal hier, Moment. Hast du auch Werbung, Ende, Blog? Ja, natürlich, selbstverständlich. Oh, warte mal. Ach, ich habe hier auf der falschen Maske. Auf der falschen Maske. Das ist alles live. Ja, das ist alles live hier. Schneide ich sowieso dann. Wenn ich noch mal ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Hier spricht noch einmal Ihr Kapitän. Die Werbung ist nun zu Ende. Sie dürfen sich nun wieder abschnallen. Vielen Dank und einen angenehmen Flug. So, da bin ich wieder. Jetzt voll gut. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um diesen Sound zu finden von dem Flugzeug. Mit diesem Rauschen? Ja, das Rauschen. Das war schwieriger als dieses Düdüd. Das war so, ja. Pass auf, wir sind ja fast am Ende dieser Folge. Ui. Jo, cool, gute Stunde jetzt hier gequasselt. Ich habe noch eine Frage. Was machst du, um deine Komfortzone zu verlassen? Denn wir haben alle unsere
Bubbles, wo wir gerne drin sind. Das gehört ja dazu. Man möchte ja, ne, so seine Sachen machen. Aber irgendwann kommt ja auch der Moment, wo man sagt, ach, irgendwie immer die gleichen vier Wände nervt. Was machst du? Boah. Gute Frage, ne? Boah, das ist eine gute Frage. Ey. Die hast du mir bewusst auch nicht vorher gegeben. Vollkommen richtig. Dass jetzt eine authentische Antwort kommt. Ja, du kannst auch sagen, oh, dann muss ich, und dann, aber so wie du dich fühlst. Also aus dem Bauch aus würde ich jetzt sagen, irgendwie, boah, ich weiß nicht, ob das so... Ist es cheesy? Ist es cheesy? Nein, einfach, also ich kriege das gut über Musik hin. Mhm. Also, dass ich so ein paar Songs in meiner Playlist habe, wo ich mir denke, also wenn ich die spiele, dann habe ich so wie so ein... Wie so ein Overpace-Moment und gerne nicht über diese 100% hinausgehen. Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das cheesy ist, aber man sagt, okay, mit Musik kann ich mich da jetzt mit motivieren. Nee, Moment, es geht nicht um die Motivation, es geht um deine Komfortzone rauszukommen. Also, Komfortzone ist ja zum Beispiel, du sagst, ich will jedes Wochenende will ich um 10 Uhr ins Bett legen, weil ich bin müde und meine Füße hochlegen. Und dann um 9:15 ruft dich jemand an und sagt, willst du noch feiern kommen? Und dann sagst du, oh, irgendwie fühle ich heute aber nicht so richtig. Ah. So, und dann sagst du, komm doch mal raus aus deiner Komfortzone. Du bist den ganzen Tag zu Hause. Komm mal raus. So, das ist das. Also das heißt, also verstehst du das so ein bisschen? Ach, okay. Ich dachte, es geht mehr um Motivation. Boah, das habe ich. Also hast du nicht dieses Komfortzone und nicht Komfortzone? Ich überlege gerade, wo ich es hineininterpretieren könnte. Aber ich hab so ein grundsätzliches, ja, ich bin dabei. Mhm. Dieses Komfortzone... habe ich, glaube ich, viel mehr mit zum Sport gehen oder so. Ich glaube, jeder kann das ja nochmal so auf sich projizieren. Und wenn das dann, wenn der eine so ungern irgendwie rausgeht, weil es dann, also ich gehe halt, wenn mich jemand fragt, ey, keine Ahnung, kannst du mich um 10 Uhr anrufen, wollen wir eine Runde Billard spielen gehen? Und so, wann treffen wir uns? Mhm. Also das ist für mich weniger jetzt eine Blockade, als dass ich jetzt sage, ich gehe zum Sport. Mhm. So, da muss ich halt wirklich... Ich glaube, das ist das, was du meinst, vom Feeling her. Wenn ich jetzt sage, meine Schwimmtasche ist gepackt, es gibt eigentlich keinen Grund loszugehen, mhm, aber ich gehe jetzt. Mhm. Ich visualisiere mir das. Mhm. Ich hatte es letztens mit, ich mache regelmäßig Kampfsport. Mhm. Und, Karate? Genau. Mhm. Wobei ich auch immer gedacht habe, es heißt Karate, aber es heißt Karate. Doch, Karate. Das heißt Karate. Ich habe extra mit Karate, ich hätte jetzt auch Karate gesagt jetzt, ne? Und dann wollte ich mir jetzt wollte einen zeigen und jetzt mache ich ihn auch noch falsch. Ja, weil sehr gut. Hat dieses, ja, Karate. Karate, Karate. Ja. Also es ist Karate. Karate. Genau, und ich habe mir, als ich angefangen bin mit diesem neuen Kampfsport, ich habe vorher viele andere Kampfsportarten gemacht, aber Karate wollte ich dann. Das ist so für mich dieser Basic-Kampfsport. Mhm. Und ich habe mir gesagt, ich möchte schwarzen Gürtel in Karate haben. Das ist so, vielleicht, wenn man so will, mein Last Step. Aber wobei ich jetzt Brazilian Jiu-Jitsu auch ganz cool finde, habe ich über die letzten Monate stark verfolgt und finde das auch interessant und spannend. Und wenn du dann in dieser Martial Arts, in dieser Umgebung bist, mhm, dann kannst du auch mal schnell switchen. Und dir eine andere Kampfsportart aneignen. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei Karate. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Bild genommen von meiner Gelbgurtprüfung, also von meiner ersten Prüfung, mhm, und habe diesen Gelbgurt schwarz eingefärbt. Ah, ach, ja, als Visualisierung. Genau. Cool. Und also dann als Schwarz-Weiß-Foto, das ist ein cooles Bild von mir, das hat ein bester Kumpel gemacht und der war dann bei der Prüfung auch mit dabei. Mm. Und da bin ich stolz wie Oscar mit meinem ersten Gürtel. Mhm. Und wie gesagt, ich habe den dann in Photoshop dann maskiert und schwarz gemacht und habe gesagt, so sehe ich aus, wenn ich einen schwarzen Gürtel habe. Geil. Und das gucke ich mir an, bevor ich zum Training gehe. Und dann gehe ich los. Geil, das ist eine Antwort, mit der komme ich sehr gut klar. Die gefällt mir sehr gut. Es ist ein bisschen fake, also ich würde es auch, glaube ich, nirgendwo posten, oder das wäre mir voll unangenehm, aber ich habe es für mich zu Hause. Und, wieso? Ist doch egal. Und selbst wenn du auf dein Bild 500-Euro-Scheine drumherum photoshoppen würdest, weil du sagst, ich möchte wieder mal ein Bitch sein, ist doch egal. Am Ende, was dich motiviert, ist doch dann egal. Also ich finde das gut. Ich finde das richtig schöne, niedliche Antwort. Für mich kann ich das rechtfertigen. Ich glaube, wenn ich das Bild aber posten würde, würde ich den gelben Gurt drauf lassen. Ach so, ja gut. Ja, aber am Ende, das ist jetzt doch am Ende kein... Es ist ja das, was man erreichen möchte. Und mhm, ich glaube, dann ist jede Möglichkeit oder das, was du nutzt, dann gut, ja, du das dann erreicht. Genau. Genau, es gibt ja kein richtig und falsch Mittel, genau, sondern das, was du brauchst, um das zu machen, dann passt es so. Genau. Sehr schön. Matthias, wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Das ist ein schön
Endjingle? Ja, selbstverständlich. Alles. Anfang, Ende, Klammer auf, Klammer zu, wie sich das gehört. Okay. So, dann gibt es noch eine ganz kurze. Wir beruhigen uns mal ganz kurz wieder, denn ich habe eine Zwischenfrage. Wie hat es dir denn gefallen? Gut. Ja? Ja, schön. Nee, es hat Spaß gemacht. Ich hab die ganze Zeit irgendwie so ein Gefühl von, ich habe nicht alles erzählen können und doch sind wir, glaube ich, über eine Stunde. Ja. Und ich, auch in dem Moment frage ich mich, wer hört sich das an? Und auch an euch nochmal vielen, vielen Dank dafür, für eure Zeit, dass ihr euch das anhören werdet, dass wir beide Knallköpfe hier quatschen. Mhm. Und ich habe auch währenddessen die ganze Zeit so ein Gefühl, ich will das gerne, ich würde das gerne öfter machen, wenn man einmal in dieser Situation war. Mhm. Versucht man komprimiert vieles zusammenzufassen. So ist man das. Man nimmt sich nicht die Zeit, die eigentlich gerechtfertigt wäre für sowas, für so ein Projekt. Das ist mit Absicht. Das kommt aus der Comedy. Also Comedy-Programme sind ja mal in Deutschland 2,5 Stunden nach einer Stunde kriegst du dann die Augen schon nicht mehr zusammen, weil das einfach furchtbar gähnend irgendwann ist. Und wenn du dir die Comedy-Special aus den USA anguckst, die sind immer genau, meistens eine Stunde, Stunde 10 ist ganz knackig. Das ist auch sehr viel, aber im Verhältnis sehr knackig, weil lieber geht man mit ein bisschen Hunger raus. Man hätte das Gefühl, ich hätte gerne noch ein bisschen was gehört auf der Hörerseite oder aber gesagt auf der Sagerseite, als wenn man sagt so, worüber reden wir jetzt eigentlich noch? Ja, möchten wir doch jetzt durch. Ja, aber ich weiß jetzt auch nichts mehr. Ja, dann machen wir doch mal aus. Das ist furchtbar langweilig. Ich habe auch noch, ich habe 10 Themen noch auf dem Zettel und du kannst die Gefühl, haben wir New York ja ganz kurz nur angerissen. Ich wollte eigentlich das als Hauptthema machen. Wenn es danach geht, können wir jeden Tag nochmal neu sezieren. Ich würde gerne wissen, wie das mit der Anreise ganz genau war und. Also 1000 Möglichkeiten haben wir. Nur, ich würde auch gerne mal eine Frage stellen, aber das müssen wir ja nicht. Du willst mir eine Frage stellen? Ja, du stellst ja die ganze Zeit Fragen. Ja, du bist ja auch mein Gast. Natürlich darfst du mir eine Frage stellen, zwischendurch wäre also, immer gegangen. Klar, war. So ad hoc nicht, aber an manchen Stellen würde ich gerne mal den Ball zurückspielen. Unbedingt, ja. Aber das Gute ist ja nicht so, das ist hier aufgehoben, aufgeschoben, sondern jetzt habe ich dich ein bisschen angepiekst und dann gucken wir mal, was so passiert in der nächsten Zeit. Das Mikrofon habe ich übrigens noch zu Hause. Hast du noch? Ja, das habe ich. Siehst du, ja dann. Ja, vielleicht wird. Das ist im Studio. Siehst du, vielleicht wird das ja noch was. Ich meine, ich finde das Setting hier auch super. Und das ist eigentlich sehr, weil das Gute ist, wenn man hier so in so einem Setting ist, dann ist man rausgerissen von Hund, wuselt rum, von Klingeling, von dies, das, Ananas, sondern man ist hier in dem Setting, man weiß genau, hier läuft jetzt gerade der Podcast und nichts anderes. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Okay. Sehr gut. Dann danke ich dir für deine Teilnahme, lieber Matthäus. Danke dir für deine Zeit. Ihr Lieben, das war 10 for 10 für diese Woche. Ich bedanke mich und ein kleines Goodie habe ich noch, weil für die Leute, die jetzt zugehört haben bis zum Ende, folgendes, wer bei der Altstadt 360 Grad Tour, wer da mich findet in diesem 360 Grad Ding, und es gibt nur genau eine Stelle, wo ich stehe, das ist ein kleines Easter Egg, wer das findet, und ich weiß, eine Person weiß das bereits, weil die mich schon darauf hingewiesen hat, du bist leider raus, weil du hast das Buch schon, die andere Person oder jemand, der das findet, der Erste, der mir schreibt, bekommt von mir ein Bielefeld Place to Be Fotobuch umsonst zugeschickt. Das ist der Deal. Ich bin auch raus, ne? Ich habe es ja fotografiert. Ja, du hast es fotografiert. Außerdem hast du es doch schon, glaube ich. Ich habe es schon. Genau, deswegen. Also, von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war 10 for 10. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.